Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, leider kleineren, kürzeren Runde. Da ich nämlich, beziehungsweise was heißt ich, bei mir kommt morgen jemand. So. Oh, wer kommt? Folgendes. Ich muss jetzt anfangen, also ich habe jetzt echt nur Zeit, dass ich kurzes wieder aufnehme, quasi heißt ein Match. Das dann hochlaut und dann muss ich anfangen, meinen Schreibtisch abzubauen. Also was heißt mein Schreibtisch abzubauen? Mein Desktops, mein Computer, meine ganzen Lautsprecher, die Beleuchtung, hinter mir mein Fernseher, mein PlayStation, alles abzubauen. Und quasi nach hinten in meinen Essbereich zu verschieben. Meinen Schreibtisch zu nehmen, den weiter nach hinten zu rutschen. Blau und blub. Weil zu mir morgen ein Arbeiter kommt. Bei mir ist nämlich das Problem, ich bin ja vor knapp 2 Monaten umgezogen, also quasi hier in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und da ist eben das Problem, ich habe, also mein Schreibtisch ist, das ist so ein Eckschreibtisch und der steht halt hier quasi in der Ecke, ne? So, jetzt war das Problem, wo ich ja, bevor ich hier einzogen bin, war ja Winter, da ist es kalt, da friert's. Und dann ist es eben passiert, dass hier oben ist die Dachrinne. Und da ist ein Regenfallrohr. Da war Laub drinnen, wo es gefroren hat, ist das Laub halt auch gefroren und ihr wisst, es dehnt sich aus. Und jedenfalls, ich hätte Spiegelgestalt spielen sollen. Ja gut, also, woher soll ich es wissen, ne? Was mache ich jetzt? Überladung 2, bloß? Da kostet ja so wenig. Alles klar, Freunde. Wie kriege ich den kaputt? So, ne, in der nächsten Runde. Ja. So, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Ist dann das Regenrohr, das Fallrohr geplatzt. Dann hat es getaut, hat wieder geregnet und ist das alles ins Mauerwerk rein. Jetzt hat natürlich die Wand da oben das Schimmeln angefangen. Putz fällt runter. Jetzt war ein Trockengerät da, jetzt fällt der Putz natürlich noch mehr runter, weil die Wand wieder trocken ist. So. Jetzt kommt eben morgen einer, der die Wand abkratzt, neu verputzt und neu streicht. Heißt, ich muss meinen Schreibtisch abräumen, wie gesagt, hinter mir alles abräumen, wegstellen, dass der da morgen hin kann. Werd dann auch morgen keine Videos hochladen können. Es tut mir echt leid, aber was soll ich machen? Ne? Ich kann es leider echt nicht ändern. Werd auch bloß heute deswegen das kurze Video hochladen können. Muss das dann alles eben hier vorstellen. Ich muss dann mein Bett, das neben mir steht, muss ich auch noch irgendwie umdrehen. Da ich da morgen nicht da bin. Ich gebe dir den Schlüssel. Ne? Irgendwie muss ich gucken, dass ich dem den Schlüssel zukommen lasse. Blau, wahrscheinlich über den Nachbarn oder keine Ahnung wie. Und dann muss das irgendwie so geklärt werden. So als kleines Update. Und deswegen auch die Bitte, folgt mir einfach auf Instagram und auf Facebook. Da werde ich sowas dann immer posten. Da ich das in keinem anderen Video bisher gesagt habe, habe ich jetzt mir gedacht, machst du einfach ein Video mit, was weiß ich, 8 oder 9 Minuten oder 10, keine Ahnung. Machst du einfach ein Match, laberst dazu ein bisschen. Folgt mir auf Facebook und auf Instagram, da werde ich immer die Posts machen, was, wann, wie und wo. Und damit, glaube ich, ist auch jedem dann am besten geholfen. Weil dann weiß jeder, ah, oder dann wisst ihr Bescheid, ah, okay, heute dies und das, ne? Morgen dies und das, ich werde dann auch ankündigen, wann und wo ich meine Streams mache. Wisst ihr ja, kennt ihr von anderen YouTubern.
und bloß eben so jetzt dieses Video als kleines Informationsvideo. Am Freitag wird dann regulär wieder Stardew Valley. Wow, krass. Stardew Valley und Hearthstone kommt. Vielleicht mache ich dann auch so ein kleines Entschuldigungsvideo. Werde ich dann sehen. Aber warum? Entschuldigungsvideo mache ich für mich und bla. Will ich so. Ne? Nur jetzt eben, wie gesagt, so als kleines Informationsvideo das hier. Von meiner Seite. So, genau. Dann ist das nämlich auch wieder erledigt von meiner Seite aus. Spielen wir den hier. Genau. Was wollt ihr noch sagen? Genau. Mir ist aufgefallen, ich gucke mir meine Videos immer, während ich sie hochlade oder beziehungsweise bevor ich sie hochlade. Stardew Valley zum Beispiel nehme ich immer 3, 4 oder sogar wöchentlich im Voraus auf. Hearthstone eigentlich täglich. Wow. Jetzt haben wir verloren. GG. Mist. Mir ist aufgefallen, dass eben mittendrin und zum Schluss ziemlich die Videos hängen. Es liegt nicht an eurem Internet, wenn ihr das schon ein paar Mal gemeint habt, sondern ich bin zurzeit dabei, mir einen neuen PC zusammenzustellen, zusammen mit einem guten Freund von mir. Wird aber auch noch dauern, weil ich will dann doch einen ziemlich guten und dafür musst du auch erstmal dein Geld dran schaffen. Ne? Du hast deine ganzen Ausgaben, du hast deine Miete, du hast dein Essen, Trinken, Tanken, bla. Und da bleibt jetzt auch nicht, ne, dass ich jetzt hier, oh, ich hole mir jetzt einen PC für 1300 €. Geht nicht. So. Heißt, entschuldigt bitte, dass teilweise die Videos laggen. Die Tonspur, die bleibt da eigentlich immer. Also man hört mich, es hängt halt mittendrin mal. Das einfach so gut wie es geht bisher bitte nicht beachten. Wie gesagt, sorry dafür. Ich werde gucken, dass das so schnell wie möglich alles besser wird. Ich werde dann auch Streams anfangen. Dafür muss aber auch meine Internetleitung erst besser werden. Bisher habe ich eine 16.000er, ich habe zwar eine 50.000er beantragt, die wird aber erst ausgebaut. Heißt, es wird sich auch noch um ein, zwei Monate handeln. Deswegen auch eben hier die Bitte: Facebook, Instagram, einfach Social Media. Ich habe erst angefangen mit YouTube. Heißt, ich werde mir dann auch ein Bildbearbeitungsprogramm hier, YouTube-Banner und Pipapo, ne, Abspann, Intro. Den ganzen Bums werde ich alles machen, nach und nach, aber bitte habt Geduld. Das ist eben so mein Anliegen, jetzt nicht irgendwie, der ist voll kacke und dann gleich wieder deabonnieren, weil er eine Woche lang bloß Müll hochlädt bisher. Es fängt jeder mal klein an. Ne? Schaut euch mal die Aufnahmen von Gronkh an, sein allererstes Minecraft-Let's Play, da hast du auch da. Boah. Was für ein Much. So, so viel dazu. Dann, wie gesagt, nur kurzes Video. Trotzdem danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag. Hoffe ich wirklich. Und dann eben Stardew Valley wieder, ganz normal. Hearthstone, ganz normal. Samstag dann wieder Let's Versus. Sonntag, ihr wisst es ja, ne? Kanalbeschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis Freitag. Terpsens raus. Ciao.